Hallöchen, ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge Planet Zoo im Karrieremodus. Ja, ich habe es jetzt geschafft, dass wir uns einem neuen Zoo widmen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was kommt. Sieht schon mal. Für deine Glanzleistung beim letzten Zoo wartet eine Belohnung auf dich: eine Reise nach Indien! Da darfst du die Suppe auslöffeln, die sich ein anderer Zoo von mir eingebrockt hat. Na super. Um dich kurz aufzuklären, der Zoo war vorher ein Casino. Ich hatte den größten Teil der Anteile, aber wir mussten es schließen. Es gehört wohl nicht zum guten Ton, ein Casino in Form eines Tempels zu bauen. Wer hätte das gedacht? Ich habe veranlasst, dass das Casino in einen Zoo umgewandelt wird. Aber das Ergebnis gefällt mir nicht. Der Strom fällt ständig aus und unsere Elektrozäune werden zu normalen Zäunen. Tiere brechen aus, die Leute schreien, bla bla bla. Die Lage ist nicht ideal, also mach was dagegen. Ich möchte, dass du ein paar Königstiger besorgst, die dann um das alte Casino-Gebäude herumstreifen. Ich spiele ja gerne, aber nicht mit der Sicherheit der Menschen. Und das nicht nur wegen der Strafen. Außerdem musst du das Wasser sauber kriegen. Im Augenblick ist das ziemlich widerlich und wird den Tieren nicht gut tun. Ich möchte wirklich nicht, dass sie krank werden. Dann müsste ich mehr Tierärzte einstellen. Oh, und dann bin ich noch zufällig an ein paar Elefanten geraten. Du findest doch ein Plätzchen für sie, oder? Vielleicht laufen mir auch noch ein paar Bären über den Weg. Okay, gut. Du solltest jetzt lieber aufbrechen. Mach mir keine Schande. Ja, und damit willkommen zurück im Chaos Zoo 2.3, würde ich jetzt mittlerweile mal sagen. Es ist, also der letzte Zoo wurde halt, habe ich jetzt Bronze abgeschlossen. Und da meinte dann unser neuer lieber Chef, meinte dann, ha, die Zahlen laufen gut und hahaha, du kriegst dein Gehalt für diesen Monat und bla bla bla. Wie gesagt, das ist sehr charmanter Typ. Okay, wir gucken jetzt erstmal hier, was hier alles schief läuft. Also es ist schon fraglich, dass man ein Casino in ein Zoo umwandelt. Das ist... Oh, guck mal. Ein Tapir. Das ist viel knuffiger. Oh, ist es nicht süß? Den habe ich auch noch nie gesehen. Ist das nicht putzig? Oh, süß. Süß. Okay, ich bin fertig. Fertig mit gucken. Okay, also er hat irgendwas davon gefaselt, dass die Tiere sich nicht wohlfühlen. Okay, die brauchen bessere Mahlzeit. Und da muss das Wasser hier korrekt laufen. Ja, da müssen wir jetzt mal gucken, wegen Stromausfall. Das wäre auch ein gutes Thumbnail. Das hier. Das. Also aus dem trüben Wasser würde ich jetzt auch nicht trinken wollen. Okay, wartet. Tierhandel. Ah ja, okay, hier sind schon mal unsere Elefanten. So. Ah, okay. Die armen Tierchen, die haben auch kein sauberes Wasser. Wo ist denn überhaupt hier? Das ist Strom. Wasser? Wo ist denn? Ah, okay. Ich glaube, ich muss jetzt noch so ein Ding mit anschließen. Haben wir denn keine? Wir haben keine Wasserfilter. Okay. Das ist natürlich so die Frage.
wo packe ich die hin? Dass es wieder die Leute nicht nervt. Vielleicht hier so versteckt noch mal ein bisschen. Weil anders geht es ja nicht. Und der Strom würde andauernd ausfallen. So, 20.000 habe ich auch nur. Was ist das? Das ist noch mal. Also, wenn ich es wirklich hierhin bauen würde, hätte ich beide sogar abgedeckt. Das ist sehr gut. Ich kann es da noch nicht mal hin platzieren. Warum nicht? Das ist halt das, was mich noch so ein bisschen hier stört. Es wirklich, es ist die perfekte Lage. Hier, man könnte es dicht machen. Alles, wahrscheinlich muss ich jetzt aber wieder, da hinten ist auch noch einer. Muss ich das wieder so gestalten, dass ich zwei verschiedene wieder machen muss? Ist das einfach nur Deko oder? Könnte ich es dahin packen? Könnte ich es hier hinpacken? Da so? Weil das wäre doch ideal hier. Ja, wie gesagt, das ist nur ein bisschen Deko hier. Das ist doch schon mal ganz gut. Und das. Warte, warte, wartet. Deckt das noch beides mit ab? Ja, wunderbar. Jetzt muss ich nur noch da eine Stelle finden. Enden. Na. Dann haben wir das erste ja schon fast geschafft. Ich würde gerade sagen, mach mich nicht. Jetzt echt? Ich muss das doch wegmachen können. Wie soll denn die Pflege an die Pumpe kommen? Ja, schön. War wohl nichts mit, das haben wir gleich. Dann, ja, kommt es eben dahin. Das wird ja schon irgendwie, Moment, das würde ja schon passen. Oder auch nicht. Das steht schief. Das Ding. Also irgendwie steht das Ding schief. Dann muss ich es halt so hinbauen. So.
Da muss ich dann noch einen Mitarbeiterweg hinmachen. Das war schon richtig. Dass der so breit ist, das gefällt mir gar nicht so. Das sollte jetzt noch alles mit abgedeckt sein. So, jetzt ist natürlich so die Frage, wo sollen wir jetzt die Tiger hinpacken? Wo sollen wir die Tiger hinpacken? Hier vielleicht? Sieht eigentlich so aus, als wenn die da hin sollten. So ein bisschen. Hier sind Lüfter alles. Okay. Ja, ich lasse es mal kurz laufen. Bisschen schneller auch. Das müsste jetzt eigentlich wieder sauber sein. Das Wasser. Oder wartet mal. Doch, doch. Das wird gerade aufbereitet. Das ist schon mal ganz gut. Aber die hier noch nicht. Die hier noch gar nicht. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier irgendwo... Ah, das sind wieder diese Äffchen. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo ich hier noch so ein Ding hinstellen kann. Wie gesagt, am einfachsten wäre es eigentlich hier gewesen. Aber das wäre ja zu einfach gewesen. Ach, guck mal, V haben wir auch. Das sind doch viel zu viele. Also du kannst mir nicht sagen, da haben wir schneller Nachwuchs, wie wir Gesundheit sagen können. Also das brauche ich jetzt nämlich gar nicht, dieses Problemchen hier. Hier führt eine Treppe hoch. Da auch. Wo geht denn die hin? Hier oben. Also eigentlich könnten wir hier den Tiger mit reinsetzen. In das Gebiet hier. Was sagt ihr? Also irgendwie sieht das schon so ein bisschen nach Tigergehege hier aus. Das Stück. Oder wir setzen die Elefanten hier rein. Oder. Yuki ist überfordert. Weil ich könnte hier. Weil hier ist nochmal so eine Bucht zum Schwimmen. Naja, okay. Ich setze jetzt hier erstmal das zweite Wasserdingsbums hin. Also den zweiten Wasserfilter. Nee, Wasserfilter. So, den setzen wir mal. Hierhin. So, den setzen wir mal dahin. Das kommt weg.
wollte gerade sagen, die möchte ich jetzt aber bitte löschen. So, dann muss ich die jetzt nur noch verbinden. Da muss ich gucken, ob wir Techniker haben. Weg machen wir erstmal. Ich möchte genau den. Nein, weiter gerade. Warum willst du jetzt da? Also manchmal denke ich mir auch so, das Spiel will mich jetzt echt von vorne bis hinten natzen. Das will? Nein. Versteht ihr diese Logik? Also ich verstehe sie jetzt gerade nicht, die das Spiel hat. Oder ist einfach... Der ist noch nicht mal zu breit. Ich möchte... Nee. Warum macht man sowas? Ich, So. Mehr wollte ich doch gar nicht. So, jetzt brauche ich noch einen Mitarbeiterweg. Von... So. Dann machen wir nämlich hier... Moment, machen wir Bau. Zäune. Oder Beton ist mir auch. Gleich. So. Dann brauche ich noch so einen Bogen hier. So, zack. Und dann müsste es eigentlich passen, hoffe ich. Aber einigermaßen passen. Okay, ich glaube, das kann man so lassen. Okay, für Belohnung. So. So viel Müll vorhanden. Muss ich doch mal... Oh, hier schon wieder. Überall Müll. Das... verstehe ich nicht. Wie kann man denn ein Zoo eröffnen, wo keine Mülleimer sind? Kann mir das mal bitte jemand erläutern? Warum man
keine Müll. Jetzt wollte ich schon Müllbeutel sagen. Keine Mülleimer aufstellt. Also ich weiß das irgendwie nicht, warum. Na gut, wir müssen ja noch so kleine Ecken zu tun haben, ne? Also... zwei Mülleimer hin. Und ich glaube, sonst hat sich das. Genau so, da müssen wir jetzt, glaube ich, erstmal so ein bisschen hier. Laufen lassen. Warum bist du jetzt so in Eile? Um wieder rauszurennen. Okay. So, der war nicht in Eile, der war einfach nur Sauberkeit, Temperatur. Das müsste jetzt so nach und nach ansteigen. Gerade am Überlegen, ob ich die bei die Leute könnten ja hier rum hier und dann so von oben gucken. Das würde ich ganz cool finden. Aber ihr Lieben, das soll es jetzt erstmal gewesen sein mit dieser Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge weiter mit dem. Wo sind wir? In Indien. Ich glaube, in Indien sind wir. Ja, es sieht schon sehr verdächtig danach aus, dass wir... Ja, wir sollen hier die Tiger, glaube ich, hinsetzen. Oder die Elefanten. Das muss ich mir jetzt noch kurz überlegen. Wie gesagt, liken, kommentieren nicht vergessen. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Macht's gut. Ciao, ciao.